Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge des Medizin-Ästhetik-Forums hier aus der Lejeune Akademie. Mein Experte heute ist Herr Dr. Stefan Duwe, Facharzt für Dermatologie und kennt sich in allen kosmetischen Fragen und Beauty-Fragen hervorragend aus. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema und zwar wollen wir über Peeling-Methoden sprechen. Herr Dr. Duwe, früher ist es ja so gewesen, es wurde einmal in der Woche gebadet und dann gab es die Wurzelbürste und dann wurde sich also richtig mit der Wurzelbürste von oben bis unten abgeschrubbt. Ist das denn auch schon so eine Art Peeling-Methode gewesen? Ja, das ist eine Art Peeling-Methode gewesen, weil letztendlich Peelings ist schwierig in wenigen Worten zu erklären, aber Peeling ist letztendlich eine Behandlung der oberen und mitteltiefen und tiefen Haut, wo mechanisch oder mit Hilfe von Säuren abgestoßene, abgestorbene Hautschichten entfernt werden. Und die von Ihnen geschilderte Methode hat auf jeden Fall einen Peeling-Effekt gehabt, in der Form, dass obere Hautschichten verschwunden sind. Die heutzutage angewendeten Fruchtsäure-Peelings gibt es auch schon sehr lange. Es ist ja überliefert, dass Kleopatra immer in Eselmilch gebadet hat. Letztendlich ist in dieser Milch auch sind viele sogenannte Fruchtsäuren enthalten gewesen. Das heißt, die überlieferte Schönheit von Kleopatra basierte eventuell auch auf diesen regelmäßigen Peeling-Behandlungen. Ja, es ist ja so, es ist immer viel früher gemacht worden, ohne dass die Menschen genau wussten, wie ist das jetzt medizinisch oder wie ist das chemisch. Aber letztendlich haben die quasi intuitiv häufig genau das Richtige gemacht. Ja, wenn wir über Peeling-Methoden sprechen, kommt natürlich auch das Thema Hautalterung. Wie stellt sich die Hautalterung dar? Anders ausgedrückt muss man ja sagen, leider sehen wir es ja an der Haut, das Alter immer besonders schnell und leider eben auch an der Haut des Gesichtes, weil wir natürlich der UV-Strahlung, den Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Und wie muss ich mir denn da die Hautalterung vorstellen? Also die Hautalterung findet in der Form statt, dass unsere Haut, gerade in Bereichen, die viel der Sonne ausgesetzt waren, die Haut wird dünner, verletzlicher. Das Bindegewebe, dort finden eigentlich die gravierendsten Änderungen statt. Das Bindegewebe baut sich um in der Form, dass Kollagenfasern, elastische Fasern verschwinden und mehr in eine Art Brei umgewandelt werden. Das heißt, in histologischen Schnippen sieht das Bindegewebe aus wie eine einfarbige Masse und es ist keine richtige Struktur mehr zu erkennen. Die Haut wird verletzlicher gegen Stöße, man blutet leichter, die Poren werden größer. Also es ist eigentlich alles gar nicht so schön, wenn man sich das anschaut. Aber man kann natürlich gegensteuern. In erster Linie, wir haben es schon mal in einer anderen Sendung angesprochen, indem wir vernünftig mit der Sonne umgehen. Sind dann Schäden da, können wir unter anderem mit Peelings einiges bewirken. Heute ist ja in der Medizin das Thema regenerative Medizin ein ganz großes Thema. Egal, ob es jetzt mein Fach die Kardiologie ist oder ob es die Orthopädie ist. Aber auch natürlich in der Dermatologie sprechen wir also sehr, sehr viel über regenerative Therapie. Wie ist denn in dem Kontext die Peeling-Methode oder die Peeling-Methoden zu verstehen? Ist das auch eine Art der regenerativen Therapie der oberen Hautschichten? Sie kann es sein, also man muss ganz grob unterteilen, Peeling ist nicht gleich Peeling. Es gibt sogenannte oberflächliche Peelings, die wir zu Hause auch durchführen. Das heißt, wir machen ein mechanisches Peeling zu Hause oder wir nehmen leichte Fruchtsäuren. Es gibt mittelstarke Peelings, die, wie der Name sagt, in die mittlere Hautschichten eindringen. Das sind aber auch schon Peelings, wo ich mindestens eine Woche Ausfallzeit habe. Und es gibt, oder wir führen sogenannte ganz tiefe Peelings durch. Das ist vor allem das sogenannte Phenolpeel. Das ist ein Peeling, wo die gesamte obere, mittlere und tiefe Haut verätzt wird. Und man geht erstmal durch eine 6-wöchige Leidensphase, weil so lange kann man sich nicht vorzeigen lassen. Aber mit diesem letzt angesprochenen Peeling, welches allerdings viel Erfahrung bedarf und wirklich von Seiten des Patienten sehr viel Mitarbeit, das kann mit dem kann man
Hautschäden, Falten, Ausmerzen, woran man nie geglaubt hätte. Jetzt haben wir ja gerade über die regenerative Therapie gesprochen. Kann ich denn sagen, wenn ich das so runterbrechen darf, so salopp, ist denn so eine tiefe Peeling-Methode, ist das so eine Art Stammzelltherapie? Das heißt, aktiviere ich Stammzellen, also körpereigene Stammzellen aus also der Sie, Haut? Also Sie aktivieren auf jeden Fall, dass die Haut sich oder das Bindegewebe komplett erneuert. Also es entsteht schon eine neuere, glattere, feinporigere Haut. Allerdings, es gibt nichts umsonst im Leben, wie angesprochen. Also die ersten Wochen verflucht man, ich höre es immer wieder oder ich sage es sogar in Aufklärungsgesprächen, Sie werden die ersten 6 Wochen mich jeden Tag verfluchen, weil Sie denken, das heilt nie wieder ab. Und das Zweite ist, okay, man kriegt in der Regel lebenslang einen etwas helleren Hautton, ja, weil durch dieses Peeling, das ganz starke Peeling wohlgemerkt, auch die sogenannten Melanozyten, die unser Hautpigment bilden, mit zerstört werden und sich nicht komplett regenerieren. Also das Hautbild wird glatt, feinporig, aber etwas heller, mitunter auch so ein bisschen wächsern. Jetzt haben Sie ja gerade die verschiedenen Peeling-Methoden angesprochen. Da gehen wir auch gleich noch im Einzelnen drauf ein. Aber Sie müssen natürlich vorher eine, denke ich mir mal, eine Hautanalyse machen. Ich sage mal so in Anführungsstrichen, wie fit ist denn die Haut des jeweiligen Patienten oder Patientin, die Sie vor sich haben. Und Sie müssen ja genau schauen, für den einen ist wahrscheinlich eher die oberflächliche Peeling-Methode geeignet, für den anderen vielleicht eine etwas tiefergehende Peeling-Methode. Wie stellen Sie fest, für wen was die richtige Methode ist? Also zunächst mal anhand der Wünsche des Patienten. Ja. Die oberflächlichen Peelings sind natürlich eigentlich eher Ergänzung zu eventuell, ja, anderen Methoden wie Botox oder Fillern. Das sind Behandlungen, die man regelmäßig machen muss, um die obere Hautoberfläche besser ausschauen zu lassen. Die kann ich zum Teil zu Hause machen oder bei uns Dermatologen anhand sogenannter Fruchtsäurebehandlungen. Wenn es tiefergehende Peelings sind, das sogenannte TCA-Peeling oder dieses ganz starke Phenol-Peel, dann muss man mit dem Patienten genau besprechen, was erwarten Sie sich, was wünschen Sie sich. Und da stehen die Peelings natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Methoden wie Unterspritzungen, ja, Laserbehandlungen, ja, Fadenliftings oder im Extremfall einem chirurgischen Lifting. Mhm. Also da muss ein Patient gut beraten werden und man kann jetzt hier auch nicht pauschal sagen, jeder, der, was weiß ich, 4 Falten an der Wange hat, ist geeignet für ein Peeling. Man muss die Haut anschauen, sie werden analysiert mit bestimmten oder mit speziellen Fotoapparaten. Der Patient muss einem sagen, kann ich eine Woche zu Hause bleiben, kann ich das nicht. Und da muss man dann das Richtige anbieten. Und ein Großteil von diesen Patienten wird dann später ein Peeling machen. Herr Dr. Luwe, jetzt waren wir bei Ihnen in der Praxis und haben uns das angeschaut und das zeigen wir unseren Zuschauern jetzt einmal. Das Peeling. Mindestens eines findet man in jedem Frauenhaushalt zur Reinigung und Hautglättung. Doch wofür werden Peelings dermatologisch eigentlich eingesetzt? Im Prinzip wird Peeling immer assoziiert mit ästhetischer Behandlung, das heißt mit einer Verfeinerung des Hautbildes, einer Behandlung von Falten. Peelings kann man aber ganz groß einsetzen. Wir setzen Peelings ein bei Aknebehandlungen in der Pubertät oder über die Pubertät hinaus. Peelings kann man einsetzen bei sogenannter lichtgeschädigter Haut, das heißt Haut mit Hautkrebsvorstufen. Wir setzen Peelings ein zum Teil auch auf der Kopfhaut zur Behandlung von Haarausfall oder Kopfhauterkrankungen. Aber natürlich Hauptindikation ist die sogenannte Ästhetik, wo man Peelings einsetzt, um vergrößerte Poren zu verkleinern, kleine Falten zu verbessern. Unter den Peeling-Sorten wird dermatologisch noch unterschieden. Es kommt ganz auf den eigenen Hauttyp an, welches Peeling verwendet werden sollte und in welcher Dosierung. Es gibt Peelings, die unterschieden werden erstmal nach der Eindringtiefe. Oberflächliche Peelings sind Peelings, die wir eigentlich auch zu Hause zur Hautreinigung durchführen mit Fruchtsäure oder sogenannte mechanische Peelings. Dann gibt es sogenannte mittelstarke Peelings, die in die mittlere Haut eindringen. Das heißt, ich als Patient muss davon ausgehen, 3 bis 7 Tage, manchmal auch etwas länger, habe ich eine gerötete, schuppende Haut. Bis hin zu ganz tiefen Peelings, die gesamte obere Haut verätzen. Diese eben angesprochenen Peelings werden in der Regel mit Säuren durchgeführt. Es gibt aber auch mechanische Peelings, die werden entweder mit kleinen Kristallen durchgeführt oder in Form von Wasser, welches auf die Haut aufgetragen wird mit hohem Druck. Eine spezielle Art des Peelings geschieht mit Fruchtsäure, die die Haut zum Einfrieren bringt und so die obere Hautschicht absterben lässt. Das sogenannte Frosting.
Anhand des Frostings kann man beurteilen, wie tief und wie intensiv ein Peeling, also ein chemisches Peeling durchgeführt ist. Dazu bedarf es viel Erfahrung und stärkere, also die mittelstarken und starken Peelings sollten ausschließlich von Dermatologen durchgeführt werden. Für den alltäglichen Gebrauch sollte Acht gegeben werden. Peelings nicht zu oft verwenden, denn sonst trocknet die Haut aus und neigt zu Ekzemen. Liebe Zuschauer, jetzt haben wir uns die Peeling-Methoden vor Ort in Ihrer Praxis angeschaut. Herr Dr. Duwe, jetzt möchte ich zunächst einmal auf das ganz Oberflächliche, das sogenannte mechanische Peeling, zu sprechen kommen. Was ist das und für wen ist das geeignet? Ein mechanisches Peeling ist ein Peeling, wo entweder mit Hilfe des Wasserstrahles oder mit Hilfe von feinen Kristallen die Haut im Prinzip abgeschliffen wird. Es ist eine Behandlung für die oberflächliche Haut. Abgestorbene Hautschuppen werden entfernt. Und dieses Peeling empfehle ich in der Regel immer vor wichtigen Events. Also ich habe immer wieder Patienten, die fragen mich, ich heirate im Juni, ich möchte da natürlich toll aussehen. Gut, man arbeitet dann vielleicht mit Botox oder Unterspritzungen, aber ein paar Tage vorher ist immer ein oberflächliches Peeling zu empfehlen. Es muss einem klar sein, mit einem oberflächlichen Peeling erreichen Sie maximal einen Effekt für 2-3 Wochen. Dann hat die Haut sich wieder regeneriert und das Ganze beginnt leider wieder von vorn. Das heißt, oberflächliche Peelings sollte man regelmäßig anwenden, entweder einmal im Monat beim Dermatologen oder eben auch zu Hause, was ja heutzutage möglich ist. Jetzt haben Sie auch in dem Film das Fruchtsäure-Peeling angesprochen. Was ist der Unterschied und vor allen Dingen, wie tief geht das in die einzelnen Hautschichten? Mechanische Peelings, wie wir gesagt haben, wird mechanisch an der Haut was bewirkt. Bei Fruchtsäure-Peelings oder chemischen Peelings werden unterschiedliche Substanzen auf die Haut aufgebracht, die dazu führen, dass je nachdem, wie lange ich es einwirken lasse und welche Substanz ich wähle, unterschiedlich tief die Haut abgeschält oder zum Absterben gebracht wird. In dem Film haben wir das ganz gut gesehen, dieses Frosting ist dort, wo die Haut anfängt, weiß zu werden. Dort stirbt die Haut. Ist das auch so, Frosting? Also muss ich mir das auch mit Kälte vorstellen? Nein, nicht mit Kälte, aber man bezeichnet es so, weil die Haut weiß wird. Das bedeutet, in diesen Bereichen beginnen die oberflächlichen Hautschichten an abzusterben. Und anhand dieses Frostings kann man bestimmen oder kann sehen, mit viel Erfahrung, wie tief ein Peeling eindringt. Wann muss ich aufhören, kann ich noch weitergehen, etc. Jetzt gerade, wenn Sie sagen, es geht schon etwas in die tieferen Hautschichten, ist es ja so, ich kann ja mit einem Peeling nicht nur Gutes anrichten. Also ich kann ja auch richtig, Sie haben das zwischen den Zeilen angedeutet, auch richtig zu Verätzungen führen. Das heißt also, erstens, wer darf das überhaupt machen? Darf das nur der Dermatologe machen oder darf das auch die Kosmetikerin machen? Und vor allen Dingen sagen Sie mal etwas dazu, Herr Dr. Duwe, wer soll das nicht machen, diese etwas aggressiveren Peeling-Methoden? Also vielleicht zu Frage 1. Die oberflächlichen Peelings werden natürlich durch alle Kosmetikerinnen durchgeführt. Die mechanischen. Ich kann sie zum Teil zu Hause machen. Ja. Das ist natürlich auch legitim. Die sind ja auch nebenwirkungsfrei. Ab den mittelstarken Peelings, das heißt ab den Peelings, wo die Haut abgestoßen wird, wo sie rot wird, wo ich ein paar Tage zu Hause bleiben muss, muss es durchgeführt werden von einem versierten Dermatologen. Der auch eine spezielle Ausbildung hat. Denn, Herr Dr. Duwe, das lernen Sie ja nicht im Studium. Wir lernen es nicht im Studium, aber mittlerweile hat die Ästhetik in der Dermatologie ja zumindest so viel Einzug gehalten, dass wir auch schon im Rahmen unserer Facharztausbildung mit Peelings, Laserpeelings, Fruchtsäurepeelings Kontakt bekommen. Und dann ist es wie immer im Leben, Sie lernen etwas natürlich vor allem durch viel Erfahrung. Ja, natürlich. Und die ganz starken Peelings, diese Phenolpeelings, da würde ich sagen, gibt es vielleicht maximal 30, 40 Kollegen in Deutschland, die da die Erfahrung und Expertise haben. Und dann haben sie gefragt, wer kann es nicht machen? Man muss bei Peelings schon aufpassen, dass man nicht zu viel des Guten tut. Also ich bin Anhänger von Peelings und erwische mich immer wieder, dass ich 3-4 Mal in der Woche Peelings mache zu Hause oder meine Mitarbeiterin bitte, so ein Peeling zu machen und kriege dann in der Regel immer einen Ausschlag, weil einfach meine Haut zu empfindlich ist. Das heißt, wenn man eine sehr trockene, empfindliche, manchmal zu Ekzemen neigende Haut hat, dann muss man vorsichtig sein, dass man nicht zu viel des Guten tut. Sonst kriegt man vielleicht kleinere Poren, aber die Haut ist permanent gerötet oder entzündet. Also es kommt auf den Hauttyp drauf an und wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man einen Dermatologen befragen. Ja, weil ja die oberflächliche
Hornschicht ja auch einen protektiven Charakter hat. Das heißt, das hat die Natur ja auch eingerichtet, um die Haut vor Strahlenbelastung, vor der Sonne, vor Smog und Staub oder zu Umwelteinflüssen eben zu schützen. Das ist ein Faktor. Ein weiterer ist natürlich, dass Peelings die Haut ein bisschen austrocknen. Und wenn man eher eine trockene Haut hat, was viele in Deutschland haben, dann muss man aufpassen. Ja, aber sagen Sie jetzt trotzdem etwas zu unsachgemäßer oder unfachgemäßer Anwendung. Was kann da im schlimmsten Falle passieren? Also bei den oberflächlichen Peelings kann zwar auch was passieren. In der Regel ist es nicht so gravierend oder es kann ausgemerzt werden. Bei allen Peelings, also mitteltiefen und starken Peelings, kann bei falscher Durchführung sehr viel passieren. Also das Schlimmste ist, dass es lebenslange Narben gibt. Mindestens genauso schlimm aus meiner Sicht ist, wenn die Haut kein Pigment mehr bildet. Das heißt, ich habe dann weiße Flecken im Gesicht. Dritte Form sind Überpigmentierung. Das heißt, dass die Haut in Bereichen, wo gepeelt wurde, weil man zum Beispiel zu schnell in die Sonne gegangen ist, die Haut überpigmentiert. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Auch bei Peelings muss man immer aufpassen in Kombination mit der Sonne. Sonst kann es Überpigmentierungen geben, die man zwar entfernen kann, aber in der Regel ist es aufwendig, ist auch mit Kosten verbunden. In jedem Falle. Das ist genau das Stichwort für mich. Wie gehe ich denn nach so einem Peeling vor? Also jetzt vielleicht nicht das ganz aggressive Peeling, aber wie verhalte ich mich? Was soll ich machen? Wie soll ich mich ernähren? Was soll ich alles nicht tun? Was soll ich alles vermeiden, damit ich hinterher natürlich auch das optimale Ergebnis erzielen kann? Okay, also wieder jetzt sagen wir mal, Sie waren bei mir und wir haben ein mittelstarkes Peeling gemacht. Sie verfluchen mich die ersten Tage, sitzen zu Hause mit verbrannter Haut. Dann dürfen Sie die Wochen danach nicht in die Sonne gehen, die erste Woche natürlich keinen Sport machen. Ein großer Fehler, den viele machen, sie sitzen dann zu Hause mit dieser geröteten Haut und denken, ach, jetzt nehme ich eine Bepanthencreme oder ich habe das und das Hausmittel. Also wirklich die erste Woche sich strikt an das halten, was Sie als Merkblatt auch von uns Dermatologen mitbekommen. Dann geht es gut. Komplikationen, wie gesagt, treten in der Regel immer dann auf, wenn gegen diese Anweisung etwas gemacht wird. Natürlich, bei jedem medizinischen Eingriff kann etwas passieren, aber das Risiko einer Narbenbildung über- oder Unterpigmentierung bei wirklich professioneller Anwendung und guter Mitarbeit durch Sie als Patienten ist dann doch sehr gering. Das stimmt natürlich. Es kann bei jeder medizinischen Anwendung und bei jedem medizinischen Eingriff kann irgendetwas passieren. Selbst eine Tablette kann Nebenwirkungen haben. Das ist auch gut, dass Sie das sagen und richtig. Es ist natürlich immer nur eine andere Situation, wenn ich als Patient zu Ihnen komme und mir geht es ja eigentlich gut und die Indikation ist eine kosmetische Indikation, also keine medizinische Indikation. Und ich glaube, das ist für Sie natürlich auch als kosmetischer Dermatologe ganz besonders wichtig, da auch den Patienten oder die Patientin mit ins Boot zu holen und auch genau abzuwägen, was können wir machen und was müssen wir in jedem Falle vermeiden. Denn das ist immer so mein Thema, je weniger gefährlich eine Erkrankung ist, desto vorsichtiger muss ich mich als Arzt verhalten. Würden Sie das so sagen? Ja, also in diesem großen Bereich Ästhetik muss man viele Patienten bremsen. Und vielen ist eben gar nicht klar, auf was sie sich einlassen. Die kommen und sagen, ich habe eine Freundin von mir, die hat sich peelen lassen, sieht super aus. Es gehört wirklich die Aufklärung dazu, was an Komplikationen passieren kann, wie ich mich zu verhalten habe. Also man muss, und das lernt man natürlich mit Erfahrung, man muss auch manchmal Patienten abwägen, nicht abwimmeln, aber sagen, machen Sie es lieber nicht aus den und den Gründen. Genau, also nicht abwimmeln, aber abwägen. Das, glaube ich, ist immer wichtig. Im Zweifelsfall auch mal jemand sagen, ich kann Sie leider nicht behandeln. Das denke ich mir auch. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über das Kosmetische gesprochen, aber es gibt doch auch, wenn ich das richtig verstanden habe, medizinische Indikationen, um ein Peeling durchzuführen. Das ist gut, dass Sie es ansprechen, weil natürlich werden Peelings immer assoziiert mit dem Thema Ästhetik. Ja. Aber wir wenden Peelings viel an bei der gesamten großen Gruppe der Akne-Patienten in der Pubertät, auch manchmal über die Pubertät hinaus. Ein großes Feld sind auch die ganzen Hautschäden durch zu viel Sonne. Hautkrebsvorstufen, sogenannte Keratosen, auch bei bestimmten Formen von Pigmentflecken im Gesicht, an den Handrücken, können Peelings sehr hilfreich sein. Und ist das dann auch so, dass in dem Falle auch die Krankenkassen eine Peeling-Methode bezahlen oder übernehmen? Also im kosmetischen Bereich ja nun nicht, das ist klar. Aber wenn eine medizinische Indikation, wie Sie gerade gesagt haben, vorhanden ist, ist das dann auch eine Leistung der Krankenkassen? Also bei den gesetzlichen in der Regel nicht. Die Privatkassen
bei medizinischer Indikation wie Akne, Hautschäben, ist Peeling eine Indikation, die in der Regel, muss man sagen, übernommen wird. Mhm. Herr Dr. Duwe, die Dermatologie hat sich ja unwahrscheinlich geändert in den letzten Jahren. Das ist ein unglaublich weites Feld, also eben natürlich die medizinische Dermatologie, die ganze kosmetische Dermatologie, die ja ein ganz großes Feld mittlerweile einnimmt. Herr Dr. Duwe, jetzt haben wir ja schon einige Sendungen zusammen gemacht. Warum sind Sie Dermatologe geworden? Das kann ich Ihnen sagen. Ich bin Dermatologe geworden, weil ich unbedingt nach New York wollte. Und ich bin damals nach New York gegangen und habe mich bestimmten oder verschiedensten Instituten vorgestellt. Ich wäre auch in die Psychiatrie gegangen. Und ich habe dann eine Stelle bekommen in dem damals renommiertesten Institut für Hautpathologie bei einem Professor Ackermann, der mich ein halbes Jahr mit einem Stipendium genommen hat. Und so bin ich in die Dermatologie gekommen. Mhm. Ich bin natürlich Spannend. Jetzt froh, weil ich das Gefühl habe, dass ich das irgendwie gerne mache und auch ganz gut bin. Aber es hätte auch einen anderen Weg gehen können. Ja, also letztendlich, ich wollte damals raus aus der Kleinstadt, wo ich herkam, nach dem Studium. Ich habe in Bochum studiert, es war auch alles toll. Bochum ist ja nur nichts. Aber ich bin dann in den Urlaub gefahren nach New York und habe gedacht, da möchte ich mal sein. Das ist ja toll. Wobei ja München immer ein Zentrum der Dermatologie gewesen ist. Also ich selber habe nicht in München studiert, sondern in Düsseldorf, aber hier Braun-Falco in München ist ja also eigentlich lebende Legende gewesen. Also München war oder ist auch heute noch natürlich ein Schwerpunkt in der Dermatologie. Und mit dieser Ausbildung, die ich in New York hatte, habe ich dann natürlich die Chance gehabt, auch hier in München eine gute Stelle zu finden. Klar, und es ist ein spannendes Fach. Und ich glaube, wenig Fächer in der Medizin können sagen, wo sich so unglaublich viel tut und eben auch neue technische Verfahren. Und da bin ich direkt bei meinem nächsten Thema, neue technische Verfahren. Wir haben das Thema Peeling-Methoden. Die Lasertherapie findet ja auch eine große Anwendung. Hat das auch einen Stellenwert in der Peeling-Behandlung? Genau, also auch mit Laser kann man Peelings durchführen. Das sind im Prinzip Laser, die oberen Hautschichten wieder abtragen, verbrennen. Eigentlich vergleichbar der starken Säure. Diese Peelings werden in der Regel durchgeführt mit Lasern, die heißen CO2-Laser oder Erbium-Laser. Die Verhaltensmaßnahmen danach sind die gleichen. Und man muss immer abwägen, beide Methoden sind eigentlich vom Ergebnis gleich gut. Manchmal sind Patienten besser geeignet für ein Peeling, wenn im Gesicht die ganzen Schäden mehr diffus sind. Manchmal ist der Laser besser. Das kann man jetzt hier schlecht erklären, aber zu einer guten Praxis gehört dazu, dass man beide Methoden anbietet und in Rücksprache mit dem Patienten sich entscheidet, welches ist besser geeignet. Das entscheiden Sie vor Ort, wenn Sie den Patienten sehen und wenn Sie die Hautanalysen machen. Und wie Sie ja auch gesagt haben, wahrscheinlich auch viel der Wunsch des Patienten, der ja doch bei uns sehr, sehr im Mittelgrund steht. Ja, wobei eben in der Ästhetik muss man manchmal die Wünsche natürlich sich anhören. Natürlich. Auch mit einbeziehen in die Entscheidung. Aber manchmal muss man Patienten eben davor warnen oder abhalten, bestimmte Behandlungen durchzuführen, weil es andere gibt, die besser sind. Ich bin völlig Ihrer Meinung. In den Medien geistert ja immer noch ein anderes Wort rum, das ist die sogenannte Mikrodermabrasion. Führen Sie das auch in Ihrer Praxis durch? Und was ist das für ein Verfahren? Also alle dermatologischen Praxen führen heute Mikrodermabrasionen durch. Es ist im Prinzip, das habe ich vorhin schon angesprochen, eine Mikrodermabrasion wird in der Regel durchgeführt mit feinen Sandkristallen und die oberen Hautschichten werden damit entfernt. Es passt oder gehört in diese Gruppe der mechanischen Peelings hinein. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen. Nach so einer Peeling-Methode muss der Patient sich wirklich an Ihre Anweisungen halten und einfach durchhalten. Bei den Stärkeren, bei den Schwächeren kann er natürlich auch. Das ist ganz wichtig. Jetzt haben Sie selber ja auch eine dermatologische Linie mit Cremes und Salben entwickelt. Sie haben auch gesagt, das ist natürlich nichts dafür, jetzt unbedingt nach dem Peeling anzuwenden. Aber worauf haben Sie da Wert gelegt? Was ist in den Nährstoffen für die Haut enthalten? Also moderne dermatologische Kosmetik sollte in der Regel Wirkstoffe enthalten, die in der Dermatologie auch zum Teil in medizinischen Produkten eine Wirkung entfalten. Das sind in der Regel sogenannte Proteine oder Wachstumsfaktoren, aber in erster Linie auch das sogenannte Retinol. Mhm. Das ist eigentlich der stärkste Wirkstoff, Vitamin A-Abkömmling, der an der Haut positive Veränderungen
hervorrufen kann. Und in vielen kosmetischen Produkten sind heute diese Retinole enthalten. Und in höherer Konzentration, wenn wir es rezeptieren, kann man mit Retinolen wirklich oder mit Retinol tolle Sachen bewirken bei alternder Haut, bei Akne, bei Narbenbildung. Jetzt geistert ja immer quasi herum, also erst das Peeling machen und dann die Cremes anwenden, damit eben auch die von Ihnen genannten Wirkstoffe wirklich tief in die Haut eindringen können. Stimmt das oder ist das auch so ein Mythos, der sich hartnäckig hält? Also man kann es, glaube ich, so zusammenfassen. Wenn man sein Hautbild langfristig verbessern will, gehören dazu regelmäßige Behandlungen, eine gute Pflege und eben auch ein vernünftiger Umgang mit diesen ganzen schädlichen Sachen, die wir immer wieder erwähnt haben. Sonne, Alkohol, kein guter Schlaf etc. Wenn absolut. Alle Faktoren zusammenkommen und man sich dran hält, dann kann man sein Hautbild oder auch ein schlechtes Hautbild mittelfristig deutlich verbessern. Viele Frauen schminken sich sehr stark, haben ja da auch Kompaktpuder und. Sie kennen sich damit sicher besser aus. Wie wichtig ist denn, also wenn wir jetzt von dem ganzen Peeling einmal wegkommen, wie wichtig ist denn eine Reinigung des Gesichtes? Ich bin Reinigungsfanatiker, ja. Weil Haut gehört am Abend gut gereinigt, ja. Sei es in Form von Peelings, Cremes bzw. Reinigungsmilch etc. Aber wenn Sie der Haut tagsüber in Form von Make-up viel zuführen, dann muss das abends entfernt werden. Natürlich gibt es Haut, die das besser toleriert. Es gibt immer Leute, die haben mehr Glück im Leben. Das heißt, die können auch mal, wie ich es immer wieder höre, ich war so müde, ich bin ins Bett gefallen, am nächsten Morgen bin ich mit dem Make-up wieder aufgewacht. Aber bei anderen kann das dazu führen, dass es vermehrte Mitesser gibt, Pickel, Entzündungen, diese sogenannte Stewardessen-Krankheit, wo es Entzündungen um den Mund gibt. Also die Haut gehört abends gereinigt und heutzutage gibt es ja auch viele Pflegeprodukte, die schon Anti-Aging-Substanzen in der Reinigung enthalten. Die Nachtcreme, ist das wichtig? Ist das irgendetwas Besonderes, die man dann aufträgt? Also wenn man Anti-Aging-mäßig was machen will, dann kann man natürlich zur Nacht eine Creme auftragen, die diese Anti-Aging-Substanzen enthält. Ansonsten je nach Hauttyp, wenn ich eine trockene Haut habe, vielleicht mehr im Winter als im Sommer, dann sollte man zur Nacht schon eine Nachtcreme auftragen. Aber es ist jetzt kein unbedingtes Muss. Herr Dr. Duwe, das war ganz spannend. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank für diesen spannenden Exkurs durch alle Peeling-Methoden. Und ja, wir werden älter und die Uhr tickt, aber wir können ganz viel gegen den Alterungsprozess der Haut machen. Und ich lade Sie wieder ganz herzlich zu unserer nächsten Sendung ein. Und da geht es über das Body Contouring. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wurde unterstützt von der Lejeune Academy München.